Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Guided Fate Paradox. Mit mir, eurem Master Oaf. Und letzte Folge waren wir an dieser Stelle stehen geblieben. Renia hat gesagt, keine Sorge, glaube an mich, ich werde definitiv gewinnen. Der letzte Test steht bevor. Sein Kampf gegen Varel. Wie wird er laufen? Was wird geschehen? Schaut mit mir rein. Okay. Ready, kid? Bist du bereit, Kind? I have a question to ask first. Why do angels and demons fight? Ich habe erst eine Frage zu stellen. Warum kämpfen Engel und Dämonen? Who knows? Never bothered to think about it. All I know is that the weak shall fall, and only the strong will survive. Wer weiß? Es hat mich niemals gekümmert, darüber nachzudenken. Alles, was ich weiß, ist, dass die Schwachen fallen sollten. Und nur die Starken werden überleben. So, power is everything to you. So, Stärke ist alles für dich. Raw power is the most pure form of energy. In der Tat. Tatsächlich. Raue Kraft ist die purste Form der Energie in dieser Welt. Lord Satanael taught me as much. Pure power transcends all things. Therefore, nothing else can match it. Herr Satanael lehrte mich viel. Reine Power, reine Kraft trifft oder überschreitet alle, überdauert vielleicht alle Dinge. Des Weiteren, nichts anderes kann mithalten, kann dagegen mithalten. Is that all? Ist das alles? Huh? That is everything. What are you asking me, kid? Hä? Das ist alles. Was fragst du mich, Kind? No. No. The you that I know wasn't just about that. I think there's something else that's important to you. Nein, nein, das you, das ich weiß. War nicht so, oder irgendwie in der Art. Ich denke, da ist noch etwas, das wichtig für dich ist. Come now, you faux god. You speak as if you truly are God. Komm schon, du faux Gott. Du sprichst, als ob du wirklich Gott wärst. Sorry for being phony, I guess. Fake or real, as long as I follow your logic, all I need to be is strong, right? Sorry, dass ich so, weiß nicht, gesprächig bin, schätze ich. Fake oder real? Solange ich deiner Logik folge, ist alles, was ich sein muss, stark zu sein, richtig? So you do understand. What an interesting kid. It is almost a waste to kill you. So, du verstehst. Was für ein interessantes Kind. Es ist fast eine Verschwendung, dich zu töten. Gee, thanks. But you see, I'm also fighting for the future and other important things. So there's no way I'll let you kill me. Danke. Aber du verstehst, ich kämpfe auch für die Zukunft und andere wichtige Dinge. So, es gibt keinen Weg, dass ich mich töten lasse. My fate, I will guide it to a revolution with my own strength. Mein Schicksal, ich werde es führen zu einer Revolution mit meiner eigenen Stärke. Okay. Dann. Wow. Haben wir irgendwas, um ihn klein zu machen? Nee, scheinbar nicht. Okay. Der haut mich ziemlich zu plump. Vor allem hat er eine kranke Reichweite, wenn ich das mal sagen darf. So, ich sollte mir eine Pille reinwerfen. Schaut mal, wie soll ich den denn mit zwingen? Im Nahkampf schon mal nicht. Okay, ich brauche andere. Spike Knuckles sind doof. Ja, nehmen wir doch die Shotgun.
Und ein Wundschild. Okay. Das ist unglaublich. Ich kann hier nicht bleiben. Darum nehmen wir mal die Wolken. Außerdem wäre es vielleicht gut, noch eine Pille zu essen. Ja, danke. Aber? Ha! Nein, nein, nein. Wow. Dann wirst du vielleicht nochmal hier... Okay. Ich schätze... Noch eine Pille sollte ich essen. Okay, ich schätze, ich sollte ein Gigarost essen. Wow, ich krieg 500 Schaden hier. Und ich krieg gerade mal, ja, ganz wenig Schaden, würde ich sagen. Na gut, wir haben God Mode. Also machen wir den noch. Ja. Ich würde sagen, Schwert von Gott. Habt ihr das gesehen? Es hat 4000 Schaden gemacht, aber es reicht nicht, um ihm Schaden zuzufügen. Ja, was machen wir denn? Aua, das wollte ich nicht. Aber es war toll, um ihm noch einmal Schaden zu machen, glaube ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist unmöglich, dass ich ihn gerade besiegen kann. Dann machen wir das hier. Und ihr seht, auch das bringt mir nichts. Ja, ich würde sagen, ciao, Varie. Ja, danke. Das war mir gerade zu heftig. Hab alles gegessen und trotzdem. Der haut einen ja einfach so weg. Was zum Teufel soll man gegen so eine Kreatur machen? Weiß das jemand? Oh Mensch. Meine Kinder. Na gut. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit allen. Nee, er hat eine Nachricht für dich. Was wir tun, mag nicht richtig sein. Aber wir können nicht zurück jetzt. Das ist, warum wir... Das ist, warum ich dir deine Zukunft zeigte. Oder dir unsere Zukunft zeigte, Herr. Das Einzige, was ich für dich tun konnte. Oder was ich dachte. Wirklich, Engel nehmen Zeug zu ernsthaft. Manchmal denke ich, wir wären alle besser dran, wenn sie sich einfach entschuldigen würden und ohne ihr Scoot Rationales. Das war ziemlich ernsthaft von dir her. Da ist es mir nicht erlaubt, ernsthaft zu sein? Ah ja, scheinbar nicht. Fool your allies before your foes. Es ist dank dir, dass unsere Analyse des Schicksalsrevisionskreises gut vorangeht. Wenn es so weitergeht, es wird deutlich einfacher sein, für uns sein, dich zu unterstützen. Von weit entfernt. Bitte. Bitte. Freu dich dafür. Freu dich dem. Mich unterstützen und ich schätze. Ich bin wirklich dankbar. Wenn du mir. Ich war wirklich dankbar, als du mir Coriels Lunchbox gebracht hattest. Es ist diese Art von Zeug, auf was ich zähle. Verstanden. Okay. So. After them. Jedes Mal, wenn ich zu dir schaue, ich denke an sie. Das ist, wieso ich nicht vergeben kann. Gib mir eine Pause. Ihr Tod war nicht meine Schuld. Nein, ich kann nicht vergeben. Meine eigene Wertlosigkeit. Na, wirklich, Raquel, ich mag ihn so langsam. Wenn Miss Neliel zuerst hier ankam, sie dachte oft über ihre Heimat nach und weinte in ihrem Raum.
fühlte sich verantwortlich für die Tode. Für ihre Tode? Weil sie die einzige Überlebende war, hä? Aber was, seitdem du angekommen bist, ja, sie hat aufgehört, solche Dinge zu tun. Das ist alles dank dir. Oh, nun. Wenn ich irgendwas tun konnte, um Lilith zu helfen. Vielleicht ist es dann nicht so schlecht, es ist keine so schlechte Neuigkeit, dass ich zu Gott für Gott ausgewählt wurde. Ja, das kann natürlich sein, Gott. Oh Mensch, Rahel ist ja richtig heftig. Get a grip. Wir sind alle besorgt, weißt du? So, ich kann nicht wirklich jedem beschuldigen. Kann sie alle, naja, zur Verantwortung ziehen für das, was sie getan haben. Selbst ich verstehe, dass sie es nicht getan haben, weil sie es wollten. Gib dir nicht selbst die Schuld. Lass uns darauf konzentrieren, einen Weg zu finden, um dies bald zu beenden. Du hast recht, natürlich. Da sind keine Zeichen von Dämonen in deiner Heimatwelt. Ja, ich bin so neidisch. Die meisten Leute denken, Dämonen seien aber nur Figments oder Einbildungen. Aber jetzt, wo sie wirklich existieren, ich schätze, es würde keine Überraschung, wenn irgendwas sich versteckt auf der Erde. Ja. Wurdest du trainiert in der Kunst des Kampfes in der Schule, Herr? Nein. Niemals der Beste im Kämpfen, wirklich. Selbst so, du wurdest ausgewählt, Gott zu sein. Du musst großartig sein. Großartig, tatsächlich. Mein schlechtes Glück ist eine großartige Sache. Ja. Miss Coroyel ist auch fortgegangen, um nach Gott zu suchen, indem sie die Lotteriemaschine nutzte. Aber sie hat niemals einen gefunden. So, es ist nur passiert. So, es war nur Liliels Zug, als ich in die dumme Einkaufsmeile gewandert bin. Ich fragte mich, wie Dinge gekommen wären, wenn Coroyel mein persönlicher Engel geworden wäre. Ich glaube, dass du genauso sein würdest wie jetzt, Herr. Wahrscheinlich. Not bad. Cheryl fragte mich, ob es wirklich so wichtig ist, Unterschiede zu erkennen zwischen Engel und Dämonen. Sie ist ein ehemaliger Teufel. Sie ist sicherlich ein ehemaliger Teufel. Solch ein progressives. Hä? Sie ist auf jeden Fall ein ehemaliger Teufel. Solch ein progressiver Gedanken ist weit zu dick oder zu viel für einen Engel zu ertragen. Keine zu stomm machen. Wenn Lee dies hört, sie würde vermutlich Blower Gasket und Pass Out vom Shira Edge. Ja. Das ist, warum ich dies für dich gewählt habe. Wenn du dies erfüllen kannst, ich werde nicht länger unsicher sein über unsere Zukunft. Oh, wirklich? Das hat nichts zu tun mit mir, sicher? Golly, keine Ahnung. Du bist sicher ein Joshua Grumpy Gus, Big Bro. Oh mein Gott. Ah, hör auf, das zu tun! Niemand weiß den wirklichen Grund, wieso Cherry entschieden hat, ein Engel zu werden. Ich habe mich auch schon darüber gefragt oder gewundert. Vielleicht war sie zu beschämt darüber oder es ist ihr zu peinlich, darüber zu reden. Es ist irgendwie. Wenn es irgendwas ist, worüber es ihr peinlich ist, dann muss es was ziemlich Großes sein oder so.
ich kann mir nicht mehr vorstellen, was es sein könnte. Na, wahrscheinlich nicht mal halb so schlimm, wie sie das euch gerade ausmalt. Ich bekomme den Eindruck, dass alle Engel... dass all die Engel, was mehr Teile Knitgruppen vor sind, bevor du ankommst. Nachdem jeder von denen einen Gott zurückgebracht hatte und dieser Gott versagte, begann zu Rot. Keine Ahnung. So war Lanael vor aufrichtig und rein zuvor. Ja, sie handelte exakt so, wie sie aussah. Verarsch mich nicht. Oder so unmöglich. Mariel Ikaido war einmal ein Engel, dessen Name gefeiert wurde durch Celestia oder in Celestia. Aber weil er versucht hat, stärker als jeder zu werden, erkannte Sathaniels Stärke und wurde sein Untergeordneter. Wow. Hatte sein Auge wirklich auf den Preis. Egal, wo es ihn hinzog. Ja. So, wo wäre es dieser Azuta-Guy? Hä? Mein selbsternannter bester Freund. Obwohl uns Rivalen zu nennen, akkurater wäre. So, das ist eine wichtige Existenz für dich. Sicher, obwohl ich das niemals vor ihm sagen würde. Ja, okay. So, adorable. So, dieser Variel-Typ ist ein ehemaliger Engel. Mit diesem repulsiven Gesicht finde das schwer zu glauben. Hey, ja, das ist es. Er ist vermutlich acquainted mit Geldchen und wenigen anderen, aber ich bin nicht interessiert in solch einen Muskelkopf. Ein Muskel-hated, keine Ahnung, Biest eines Mannes. Nun, nein, es ist eine Information über meinen Gegner. Wenn es eine Information über meinen Gegner ist, ich würde es lieben, wenn du mir einige nützliche Informationen oder Ratschläge geben könntest. Er ist ziemlich stark. Ernsthaft? Tut mir echt leid für dich, Gott. Sie sagt aber die Wahrheit. Ja! So, ich würde sagen, wir sind hier, kommen dann zu einem Ende. Danke fürs Zuschauen und ich werde mich vorbereiten. Und ich schaue mal, dass ich, alles, was für die Entfernung gut ist, mir aneigne und ihn dann ordentlich verprügle. Na, jedenfalls danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ich mich wieder auflevel. Ich denke, in meiner neuen Strategie mich ein bisschen besser wieder und dann Variel 1 auf die Nase geben. Oh, und er hat ziemlich viel Energie. Also ihm aber so auf die Nase zu hauen ist nicht so leicht, würde ich sagen. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, alles Gute, viel Spaß und ciao!